So, also, was ist der Gameplan, Leute? Der Gameplan ist, dass ich jetzt gerne mal wieder ein Game gewinnen würde. Die Jungle Route ist jetzt zwar ein bisschen fucked up, aber wir machen den Grump noch. Und hoffen einfach mal, ich glaube, der Kha'Zix wird meinen Buff klauen. Aber dann ist es ja umso besser, wenn ich jetzt den Grump noch eben mitmache, oder? So, Cursor in the Text. Was esse ich gleich? Ich habe noch Hunger. Also es geht, gerade geht's noch. Und ich habe noch ein paar Haferflocken hier. Ich hätte noch, oh, ich könnte mir heute asiatische Nudeln machen. Asiatische Nudeln sind omega lecker. Ist das Kiten als Jungler nicht mehr so ein Ding? Quelle, Quelle, Quelle. Wenn man zwischendurch Musik sucht, definitiv nicht. Da sehe ich dich, Tobi aus Ghana. Du kleiner. Du kleiner, ja, also aufs Ghana geht's, weil du, guck mal, ich verliere ja eh kaum HP. Na, und ich schild mich zwischendurch immer. Deswegen, also man könnte schon kiten. So, mein Red Buff ist nicht da. Oh, er ist da, Omega. Omega, der Skin ist wirklich gut. Und den müsste man eigentlich mit Chromas noch nutzen. Mit Chroma Dorito. So, wir müssen gucken, dass uns hier jetzt nicht ein böses Erwachen erwartet. Nope. Die Frage ist, gehen wir für ein Power Farm oder was ist der Plan? Wir könnten natürlich, boah, Vigo immer noch, oh, das sieht aber schon, der heißt sogar irgendwas mit Chaco da oben. Chaco, da, meint ihr, die haben den deswegen gebannt, weil es ein Chaco-ODP ist? Ne, der ist Shao, ne, meint. Shao, okay, dann machen wir mal einen Gank auf die Derp Lane. Ein schöner Gank auf die Derp Lane. Der hat irgendwas benutzt, wovon ich nicht weiß, was es war. Okay. Gut. Gut, gut. Und ihr erzählt mir jetzt heute von eurem Tag oder von eurem gestrigen Tag? Irgendwie sowas erzählt ihr mir jetzt, Leute. Geht ihr was? Wenn er chase, könnte man. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Oh, der will noch. Der will noch. Der will noch. Der will noch. Oh, der will noch. Aber ich habe ein Schild. Okay, dann gehen wir mal. Der wird ja wohl jetzt hier klarkommen, oder? Was macht er da? Tötet er die? Dann gehen wir mal runter zum anderen Taunty. Weil der Taunty ist weg. Den droppen wir jetzt. Er denkt, ich mache Golems. Ist natürlich Quatsch. Ne? Wir gehen jetzt direkt zum anderen Taunty runter. Und dann holen wir uns seine Vögel. Bis jetzt mein Jungle. Nee, ich versuche den ganzen Tag hier schon Mitte zu bekommen. Und ich kriege jetzt immer Jungle. Full Crit Ramos. Ja. Ja, leider haben sie ja irgendwann mal AD Ramos so zerstört, so ein bisschen. Ne? Muss man ja leider sagen, wie das. Die haben Ramos zerstört. Also, beziehungsweise Full AD, weil du kriegst ja jetzt keine AD mehr, sondern On-Hit-Bonus-Damage. Ne? Oder Karl läuft direkt runter zum Conteste. So, die Vögel müsste, naja, die dauern noch ein bisschen, aber ja, hier wird gepinkt. Naja, hä? Wieso pinkt der? Die siehst du an deinem Tower und ist full live. Also ich bitte drum. Das Problem, was wir hier haben, ich muss jetzt hier schön oben in die Ecke. Oh, der Ding ist in der Mitte, der Kha'Zix. So, hier nehmen wir jetzt nur eben den Großen. Und ich weiß jetzt nicht, ob er direkt zu seinen Vögeln geht. Könnte sein. Ich habe leider keinen Flash. Das ist jetzt so greedy. Ich denke aber, er wird erstmal unten die Flagge, die Krabbe nochmal abchecken kurz. Das ist sehr greedy. Es könnte bad sein. Bad greedy. Aber ich habe ja auch Leben. Oh, da ist er. Da ist er, der Kha'Zix. Der Kha'Zix. Schnell, kommt hier rein. Kommt jetzt schnell. Oh, er sieht es nicht. Er hat es nicht gesehen, Leute. Ich bin einfach unsichtbar. Die neue Definition von unsichtbar. Okay, da komme ich auch mal mit auf ein Stück Kuchen. Ich wäre ready for a cake. Oh boy. Ich hätte mich verabschieden sollen. Jetzt bin ich. Aber hier ist die Zone. Ich habe die Zone. Ich habe die Zone. Ich stun dich. Ich habe die Zone. Stun. Und later. Later. Okay, gehen wir shoppen. Gut. Habe ich nicht kaputt gelacht. Miep. Die Polizei. Speed-Polizei. So. So, Leute, alle Leute, die sonst immer schreien, dass es Leak geben soll, ihr müsst jetzt auch mal ein bisschen Feuer hier im Chat geben, Leute. Sonst kommen wir hier nicht auf einen Nenner. Ja? Ich weiß, es ist noch nicht mal 8. Stunde. Ne? Ist so, ja, ist so. Wo sind die Leute, die immer schreien, ja, Leak? Leak hier, Leak da. Tobi, wann Leak? Gleich mache ich für 3 Minuten was an und dann heißt es, Tobi, wann Leak? Wann? Wann Leak? Dann noch hier diese. Diese Epic, hört ihr die Musik? Ja, die hört ihr schon, ne? Ist das zu laut, zu leise, zu grün, zu gelb? So, was können wir machen? Hat Vigo Mobility Spell? Kann er dashen? Der ist schon Level 6, Leute, ohne Witz. Der ist 2 Level über mir, das ist doch unfair einfach. Wie soll man denn als Jungler gegen einen Level 6er was machen? Der ultet dich und du stirbst. Oh, der hat ult, der ist tot, der ist tot. Oh, der ist tot. Hat er Teleport? Hat er nicht. Er pinkt jetzt in das Mad und sagt, yo, no gang und so, aber sorry. Gehe ich da hoch? Lohnt sich das? Ja, vielleicht lohnt sich das. Wann holst du die Cutters Box? Ist schon bestellt.
Find die Musik lame? Wow, okay, ja gut, aber du hörst ja auch nur K-Pop. Du findest ja alles, was nicht K-Pop ist, lame. So, ein bisschen XP ist leider nicht das meiste gewesen. Sehr wenig. Sehr wenig. Katjas Box ist schon bestellt. Habt ihr euch schon mal so eine Collector's Edition? Ich habe, glaube ich, noch nie eine Collector's Edition gekauft, oder? Habe ich mal irgendwie so eine teure Box bestellt? Ich glaube nicht. Bin voll offen. Überhaupt nicht offen. Vielleicht offen für Dates. Aber sonst... Kommt er jetzt zu mir oder was ist hier los? Yo. Nope. Ich sag einfach nope. Ich weiß leider auch nicht, was der Boy so macht, ne? Offen für alles. Habe ich mir gedacht. Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Das ist smart. Wurde ich gepinkt? Nee, ich wurde nicht gepinkt. Blitz wurde gepinkt. Eigentlich muss ich Pings halt ausmachen. Unser Toplane wird richtig gesmashed. Botlane ist tilted. Ist auch. Midlane pinkt wie ein Bekloppter. Wie kann er dann Midlane die ganze Zeit pingen, wenn sie im Turm hängt? Was soll ich tun? Ich werde jetzt schnell alles muten. Kann man? Mute all. So, keine Pings mehr. Ich meine, der pinkt bekloppt hier, während sie vorhin die ganze Zeit am Tower steht. Oh shit. Ich habe aber, ich muss den schnell nehmen. Was ist hier los? Okay, den machen, der macht Infernal Drake. Infernal Drake. Ja, ich habe gerade nicht so... Ich muss ja erstmal Level 6 werden, Leute. Das wäre doch ein Plan, oder? Ich muss viel mitmachen für Pings. Ja, hab jetzt. Kann man das auch machen, dass das vorher schon full mute ist, also Pings? Wobei manchmal so ein Help-Ping, ja, kann ja auch nett sein. Was war das hier gerade? So ein Help-Ping kann ja auch nicht verkehrt sein, ne? Sind wir ehrlich. Nee, Quatsch, aber Katja ist Blödsinn. Naja, das ist... Ihre Musik ist schon ordentlich produziert. Kann man... Nee, dagegen kann man nichts sagen, ne? Wenig kann man dagegen sagen. Zelda und Chill hätte ich noch. Oder Two Steps from Hell. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht das, was Lisa will. Ja, Two Steps ist aber auch irgendwie immer... das ist zu... Ja, zu Mainstream. Das hier ist Zelda und Chill. Oh. So, jetzt sind wir Level 6. Wir machen jetzt einen Turbo-Gang. Wo? Top-Lane am besten. Ich komme gleich. Bin fast da. Kann er sich heilen? Der darf nur eben kurz nicht sterben. Und ich müsste mich noch ein bisschen heilen. Bin unterwegs. Komme. Hat der Mana zum Essen? Hat der? Hat der? Ich habe halt alleine nicht genug Damage. Und er sieht aus, als hätte der Livestream. Oh boy, das ist greedy. That is fucking greedy. Ja, das war halt Quatsch, was der... Jetzt hat er auch kein Essen mehr. Das war richtiger Quatsch, was er gemacht hat, der Shogat. Alter, ohne Witz, keine Ahnung. Ich habe jetzt wirklich das ganze Game nur gejungelt, ja? Er ist Level 9. Okay, er hat 2 Kills, aber er ist Level 9. Und beide Jungler sind 6. Das ist doch Quatsch, finde ich jetzt persönlich. Ich persönlich finde, das ist Quatsch. Verankerten Hass gegen Katja. Naja, gut, es gibt auch Leute, die... Es gibt immer Leute, die hier und Leute, die da, ne? Es gibt auch Leute, die mich hassen. Es gibt Leute, die dich hassen. Ja, ich kann halt jetzt hier... Was soll ich machen? Ich meine, ich habe Red Buff. Vielleicht ist das genug Damage, um ihn zu killen. Ja, und jetzt ist er unsichtbar. Aber er ist Camouflage, oder? Kann ich ihn nicht sehen? Ah, okay, das war's. Aber da kommt der Sugar Telebird. Der Sugar Telebird. Ich könnte ihn grabben. Die Frage ist halt, Vigo ist noch hier. Da. Ultimate drauf. Ultimate ist drauf. Töte ihn. Fress ihn, fress ihn, fress ihn. Okay, schön, 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 schön. Ja, das wird er nicht schaffen, der Sugar. Das wird der schon wieder... hat der überhaupt Mana geholt? Oh, fress ihn, snack ihn. Oh, das hat er... Wow, der Kha'Zix. Ja, wow, aber immerhin haben wir, hat der Sugar jetzt ordentlich Geld vom Vigo bekommen. Gut, gut. Was für Schuhe brauchen wir? Weiß ich, glaube CDR, CDR, CDR. Brabadu, aber der ganze, danke dem Master Mentos, der ganze Aufbau, Tobi, das ist doch nur, ja, es ist Sexualität, aber ja, Mai, ich meine, verliert aber auch eine riesige Wave wegen dem Gank. Ja, okay, aber da kann ich ja nichts für. Ich wollte ihm helfen. Warte mal, wer noch mehr möchte. Hallo, PitMC. Grüße dich. Ja, da ist eine riesige Wave tot. Aber Leute, man kann halt nicht alles haben. Das Problem ist, dass wir gerade alle, jede Lane verliert gerade. Aber ist es nicht so? Danke dir, Pit. Vielen lieben Dank dir. Hab's auch mal wieder geschafft. Schön. Das Problem ist, oder nee, der Vorteil, den wir haben, verlierst du in dem Game, gewinnst du das Game. Das ist doch die Logik. Wenn du verlierst, gewinnst du. Hier, vielleicht brauchen wir Two Steps. Hier ist Two Steps. Let's go. Let's go.
dich zu flamen, wenn die Wave des Toplayers zerstört. Naja, ich habe die Wave ja nicht zerstört. Wir haben beide den Fight verloren, sind beide gestorben. Ich würde nicht sagen, dass da... Okay, Anivias Botlane, warum auch immer. Ja, Leute, wie kann eine Anivia... Das kann aber auch wirklich nicht passieren, dass die einfach während... Das war ja nicht mal ein Gank, die war einfach auf der Lane. Und dann sterben die Gegner. Das kann ja nicht sein, oder? Ich habe gleich einen Grab, aber ich weiß nicht. Okay, das machen die auch mit mir. Schön. Okay, so hat's geklappt. 3-0 Rakan, 3-0 Kha'Zix. Bei uns stehen alle 0-2. Im Schnitt. Es wird eine 11, steht 11-1. Das kann also nicht passieren. Ja, nee, keine Ahnung. Wie können die da einfach diven? Was ist hier los? Guck mal, jetzt schon sein Spiel. Ah, nee, das ist noch nicht. Ist das schon das Fertige? Nee, ist noch nicht das Fertige, ne? Steht, jetzt habe ich irgendwas gekauft, oder? Nee, habe ich nicht. Ja, Leute. Hauptsache Schakos gewandt, ja. Ich meine, ich habe auch gerade nicht so viel Impact, aber ich glaube, jede Lane verliert ja an sich schon. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Wir haben dich lieb. Ja, danke. Ja. Kann der hier irgendwas machen? Nee, oder? Oh, der hat Aggro. Schade. Komm, krieg nochmal Aggro. Krieg Aggro. Einer von denen Aggro. Jetzt, 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 jetzt. Schieß! No! Turm! Warum? Brudi! Brudi! Ah, ja, Leute. Ich würde sagen, das ist ein Quick-Game einfach. Ja, es liegt daran, dass ich keine Mitte bekommen habe. Ja, oder Shaco wäre cool gewesen. Ne? 100% Kill-Beteiligung. Ja, das muss man natürlich auch mal sagen. 100% Kill-Beteiligung, Leute. Die Musik hat was? Schön raus, wäre easy gewesen, ja. Machst du da noch eins? Ja, Leute, müsst ihr aber mal ein bisschen mehr Feuer hier im Chat geben, ne? Also, Leute, so geht es ja nicht. So ist ja gerade okay, aber, ne? Wollte zur Arbeit und bin auf der Treppe ausgeschaut. Ich date dich dann. Nee, das nicht, glaube ich, weil ich spiele auf dem Account. Und ich weiß nicht, ob da... Also ich würde schon auf dem Account spielen. Ich meine, das Game ist noch easy winbar, Leute. Hier ist alles noch drin. Und er ist immer Jungle als Second Roll raus. Nee. Dann kriege ich irgendeine Rolle, die ich nicht spielen kann. Jungle ist ja immer noch was ich spiele, so. Ich glaube, er ist jetzt toxic, dass ich ihn blue genommen habe. Aber ich habe ihn ja gemutet. Außerdem ist der 0-3. Okay, ich bin auch 0-3, aber dann ist ja egal, wer ihn hat, oder? Dann bricht mir halt das Herz. Ja, manchmal ist es mit dem Date halt so, wie es ist. Haben wir... Alter, Leute. Hier ist halt jeder toxic gerade. Merkt ihr das? Sie schießt einfach mein Viech ab mit ihrem Laserschuss. Aber gut, dass ich... mich tiltet es nicht. Mich tiltet es höchstens, dass ich halt denke, okay, alle sind toxic gerade. Aber es ist gut, Leute. Ohne Witz. Dann beschwer dich nicht, dass du eine Jungle kriegst. Ja, okay, aber da mache ich Top rein. Und dann bin ich einfach im Top-Lane. Dann muss ich dodgen, weil ich Top-Lane nicht spielen kann. Toll. 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 Ja, ich könnte... Ich meine, ich spiele ja Shaco auch ganz gerne. Das Problem ist... Also Shaco ist 100% fein für mich, aber Shaco wird immer gebannt. Ist ja gerade broken oder so? Ist immer gebannt einfach. Mein Gay... Aber ohne Witz... Dadurch, dass ich alle gemutet habe, merke ich nichts. Also alle in meinem Team sind, glaube ich, gigatoxic. Gigatoxic. Würde mich nicht wundern, wenn der jetzt hier die Blitz-Ult reingeballert hätte. Hier, können wir Katja Kratowitz holen. Komm, go. Go, go, go. Go, go, go. Ich fake an und jetzt hole ich sie mir. Die kommt nochmal wieder. Jetzt. Jetzt. Ich könnte. Jetzt. Ah. Jetzt. Ich, hat die Ei? Hat die Ei? Ich sehe es nicht. Hat sie... Jetzt. Jetzt. Und go. Go, 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 go. Easy. 600 aufgeladen. Rebate-Konto direkt aufgeladen. Und unterm Turm gestanden. Komm. Na. Und jetzt macht Kha'Zix hier. Oh, schöner Knock-up. Das ist der Backcoming. Das ist der Backcoming. Wo ist der Rest vom Team? Okay, er ist oben. Nevermind. Ja gut, wenn ihr Taus holt, dann ist das verkehrt. Also nicht verkehrt. Das ist okay. So, wir sind about. Leute, es ist about. Was haben wir für ein Damage? Ist das hier AD? AD, Magic, viel AD. AD, Schmade. Machen wir erstmal Dörrenmail, oder? Dörrenmail ist immer gut. Dörrmail, Dörrmail, Dörrmail. Das ist einfach ein Pisser, das war mal. Ich hasse alle Invis-Champs. Ja, aber es gibt ja noch viel mehr, Chaco. Was mit Deadman? Deadman ist nicht verkehrt, aber ich denke erstmal eine Dörrmail, oder? Dornmail, Schmornmail, ja. Dornmail, Schmornmail ist immer ein guter Plan. Ich glaube, das hier ist nur. Leute, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Das ist meine Ansicht, Aussicht, Durchsicht. Ich bin gleich da. Mach hier was. Schade.
There is still something to talk about. Er wird, das ist natürlich jetzt dumm, was er macht, weil da gleich 12 Gegner kommen. Ich kann ihn versuchen zu helfen, aber er muss jetzt mal Land gewinnen. Hat man das eigentlich damals gesagt im Krieg? Ich werde jetzt Land gewinnen. So, man sagt es ja auch, man muss wegkommen, aber ja, ich werde jetzt Land gewinnen. Also hat der Kriegsherr es einfach gesagt. Ja, Leute, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen Land gewinnen? Wie wäre es mit Spanien? Einfach mal ein bisschen Land gewinnen. Das kann man machen, oder? Oh, Kha'Zix kommt gleich her. Ich nehme das noch fix mit. Oh, das ist gefährlich. 1000. Okay, das geht noch. Da ist Vigo Schmigo. Der hat mich nicht mal gesehen, weil ich einfach unsichtbar bin. So, können wir... Ich habe Grabula ready. Hier, Leute, lass eine Grab-Combination machen. Und auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Nehmen wir Vigo oder Anivia? Nehmen wir den da. Den Boy hier. Leute, den Boy? Irgendjemand Bock auf den Boy? Ich nehme den auch nochmal mit. Hier, go. Guck mal, wir Leute, das ist die Comeback-Fight-Compilation. Easy Game. Von 13-1 auf 15-7. Das werde ich mir jetzt einverleiben. Was genau? Rumble first, dann Deadman und dann Thornmail beenden. Warum? Ja, also kannst du machen, ne? Kannst du machen, du. Im wörtlichen Sinne meint Land gewinnen, sich Boden, Land, Gelände aneignen, zum Beispiel durch Eroberung im Rahmen eines Krieges. Bei Wander wird der Ausdruck im erweiterten Sinne mit Zeit, Kraft, Grund, Boden zur Verteidigung bekommen. Ja, fahre moi Land gewinnen, Leute. Was wir alles lernen, das ist der Wahnsinn. Leider endet mein komplettes Team gerade. Alle tot. Aber vielleicht frisst er noch. Hat er Frissi? Der hat Frissi auf. Oh, jetzt hat er Frissi ready. Ich bin gleich da. Don't die tonight. Komm, ich habe nur kein Ult. Wow, er hat Frissi gemacht. Ich bin da. Sie kann nicht. Chicano Chase. Sehr gut. Schön. Leute, das ist about. Dein Team gewinnt kein Land. Das ist korrekt, aber ich werde Land gewinnen. Tank Design, ja. Skadas Tank Design ist nicht ganz so crazy, aber es ist okay. Es ist nicht crazy, aber okay. So, wie wär's mit Gatenless Everdeen? Oh, das ist aber auch Anivia. Warum ist Anivia? Und hier sind einfach alle anscheinend. Was ist mit euch? Smite den E-Mag, wenn ihr den klaut. Oder auch nicht. Leute, können wir hier Land gewinnen? Shit. Landgewinnungssprung! Doch nicht, war ein Prank. Ja, da braucht sein Grab nicht. Wir würden sagen, wir gewinnen hier erstmal kein. Hat die? Anivia hatte kein Ei? Hat die ein Ei? Landgewinnungsdash! Zap! Zip, töte sie! Zip, töte sie! Zip, kann ich stun. Zip, wer ist hier? Wo ist er? Und slip. Slippity, chase ich da. Ich könnte hier noch ein bisschen slip, snipe, smite. Ich muss nur stun auf. Oder wir machen hier. Ja, nee, flashen tue ich schon jetzt nicht. Hier würde ich flashen. Slip! Oh, das war ein bad flash. Vielleicht kann ich, aber ich bin ja schnell. Okay, schön. Leute, wir gewinnen hier rein. Ich bin da und splip und snap und slubidup. Ich bin Tank, ich mache jetzt einfach weh und dann... Easy, Leute. That's the easy, ich hab's gesagt. Wenn du ein Game verlierst, dann gewinnst du es, weil Minus und Verlieren gleich Plus. Skana broken. Beyond. Und was war das jetzt eher? Es kommt nur noch Luft. Tanks together strong. Ist halt wirklich so. Tanks together strong. Kann ich noch den Ding? Oh, Apache. Sprung, renn. Das nehme ich noch mit? Nee, natürlich nicht. Swap, smite. Ich bin direkt. Later. Ferrari Scala. So, dann gehen wir mal in Portugal. Der kommt bestimmt nochmal. Nee. Können wir Thornmail kaufen? 1,5. Ja, dann fahren wir das noch eben, du, ne? 1,5 brauchen wir. Dann nehmen wir Ei ab. Ist, hat sie beim Level Engelsflügel? Was hat sie? Beim Level Engel. Was heißt beim Level Engelsflügel? Ach, das meinst du, ja. Du meinst bei der HP. Hier meinst du, ja. Das ist ein guter Punkt. Ich gucke immer bei ihrer Passive, ob die ready ist. Aber so ist es natürlich viel einfacher. Das stimmt. Das stimmt. So, Thornmail. Macht Thornmail Sinn? Ja, schon, ne? So, und dann. Oder erstmal eine Deadmans. Könnte man natürlich auch machen. Erstmal eine Deadmans. Braucht mir eine Deadmans. Ich weiß nicht, wir machen erstmal das. Ich weiß nicht, ob Deadmans so gut ist auf Skana. Weil das so ist. Weil Deadmans macht beim Auto-Tag slowed ist. Shit. Das ist bad.
beim Auto-Tech slowdest und wir slowen den Gegner, wenn wir ihn Auto-Techen, stun wir ihn eh, actually. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Die Baron haben ist nicht cool, es ist sogar sehr uncool, aber vielleicht können wir ihn ja direkt getten. David Getter. Getter, Feuer! Pssst. Er läuft doch jetzt nach links, oder warum? Ah. Ohne Witz, das outcountert einfach mein Teil, weil ich sehe ihn nicht mehr und dadurch kriege ich keinen Movement-Speed mehr. Das ist ja Quatsch. Mehr Speed gleich weiter entführen? Nee, das geht ja danach eh weg, oder nicht? Wenn man einmal attackt. Den Hyridius hast du schon, ja, aber der wird ja stärker. Der Reflect Damage wird ja stärker. Und du hast, also weiß ich nicht, ja, maybe. Ich könnte hier einen, nee, wir müssen jetzt warten. Wir müssen Flash warten. Und jemanden catchen. Vielleicht könnten wir eine Catch Compilation, eine Ash Catch Compilation machen. Es ist gewagt. Wir könnten, es ist halt gefährlich, weil. Weil, haben wir einen Turm? Nevermind, nicht mehr. Das war's mit dem Türm. Das Gäsix. Der will da gleich rüberjumpen, du. Da ist der Wirt. Ja, der ist da, der Gäsix. Oh, der Gäsix ist hier. Hier, macht dein Schild weg. You cannot, Leute. Ah, wie viel Damage er mir einfach macht, obwohl ich tanky bin. Ja, it's not too bad. Ja, grabby, grab, grab. Kann halt, wir bräuchten hier irgendwas. Ich hab gleich Flash, bald gleich. Gleich bald. Da, together, Ape Strong. Da, den Kasix, Kasix, den Kasix Käfer. Oh, schön, den grab ich, grab ich, grab ich, grab, grab, grab. Brrr, und Turbo Chen Tank, Tank, Turbo Chen. Oh, hier geht noch was. Leute, Apes together strong. Tanks together strong. Wir müssen nur gucken, dass die da jetzt nicht complicated ever die. Oh boy, das ist nicht gut. Disengage. Disengage. Wir müssen hier raus. Die Rechtflanke. Oh! Töte, töte. Oh, ei. Rechtflanke wurde leider durchbrochen. Wir haben hier gewisse Interfrequenzen. Oh, schön. Schön. Go. Go. Sterbe, du. Stippe die. Oh, ich weiß nicht, ob ich sie schaffe. Doch. Strong, strong. Ey, together strong. Leute. This is it. This is it. Die hatten sogar Baron. Le Baron. Liegt bis einer weint oder bis vier weint? Bis alle weint vielleicht? Quixel, sein Team? Nee, ich hab ein taktischer Rückzug war das. So, was kaufen wir jetzt, Leute? Tatmans oder nicht? Weiß nicht. Was brauchen wir? Magieresistance? Vielleicht. Ja, ich glaube, wir brauchen erst noch mehr Armöre. Ein bisschen mehr Armöre brauch ich mal, glaube ich. No, geh weg! Er hat mich nicht gesehen, ich bin unsichtbar. Komm jetzt! Komm in den Busch, lass uns Liebe machen. Ja. Ja. 40. Also Leute, was kaufen? Deadmans. Ich glaube, Sterax wäre cool. Oder? Ninja Tabis wären halt auch insane gewesen. Sterax? Ich glaube, wir machen Sterax hier um Leviosa. Oder was ist denn mit drinne die oder so? So ein Sheen-Item. Was für Sheen-Items gibt's denn so? Ich glaube, Sterax ist immer, kannst du immer machen. Ist immer gut. So, ich habe Flash Grab. Das ist Win. Ich würde es ja gerne schreiben, aber ich kann nicht schreiben. Wen Flash Grab? Wir Caitlyn Everdeen oder den grabbenden K6-Käfer-Grabber? Anivia wäre auch nicht verkehrt, weil sie halt Anivia ist. Aber, Leute? No, 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 no. Okay, ich bin, ja, perfekt. Ich bin schön schmal und gelenkig. Okay, der Drache ist weg, würde ich sagen, oder? Lassen wir das da einfach. Bist du Tank, baust du Sterax, ist ein No-Brainer. Ja, eigentlich dachte ich, damals war Sterax immer so ein Item, was für Non-Tanks. Eigentlich kann jeder Sterax bauen, oder? Die Frage ist, nehmen wir Red Buff? Ich würde sagen, nein. Weil Jinx sonst more toxic wird. Mein Red Buff ist bei... Ich habe noch ein bisschen, aber ich könnte hier eine Flash-Compilation machen. Könnte ich. Leute, go. Leute, Bock. Oh, vielleicht will jemand mich anfighten. Und dann fight ich zurück. Fight back. Ich könnte hier flashen, aber vielleicht grabt er. Grab, 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 grab. Jetzt und jetzt, passt auf, der Caitlyn ist Everdeen Grab. Und Slip! Nein, du bist nicht Kate! Oh, stellt euch vor, ihr geht auf Blind Date und dann kommt gar... Dann, das war Catfishing. Du stellst einfach vor, wow, so cute, das ist die Person, dann kommt einfach jemand ganz anderes. Oh. So, dann guckst du so, hä, du bist gar nicht der aus dem Internet. Die, das. Oh. Expectation versus Reality. In eine Nutzschale. Aha.
Dafür habe ich geflasht. Aber die CDR-Boots kicken rein. Ich habe gleich wieder Ult. Leute, wie wäre es mit einem taktischen Go-Back? Wir sind ja... Wir haben ja Tank-Design. Wir haben 2 Full-Tanks. Wie viele Tanks haben die? Kein. Und deswegen, unterm Strich... Sie haben halt einen Tank-Melter, aber sie hat keinen Leandrist. Unterm Strich werden wir gewinnen. Apes together strong. Wäre es Kate gewesen, wäre es Kate-Fishing. Haha, der war sogar lustig. So, da oben ist ganz viel, das niemand will. Okay, Jinx gette. Jinx hat auch langsam Equip, Leute. Und das Game stand 13-1. War so ein Game, wo man schon gesagt hat, ja, lass rausgehen, lass warten, lass go next. Ne? Oh, hier. Oh, Leute, passt auf, ich mache ein Play. Play des Jahres. Play des Jahres! Zappa! Oh, ja, da. Schön. Das ist nominiert als Play des Jahres. Hexflash into Out of Sugared E ziehen. Oder Q. Oder W. Oder E. Zack. So, hier ist Anivia. Kann ich da was machen? Nö, überhaupt nicht. Dann gehen wir Mitte. Ultimate schon bald wieder ready. Team stirbt. Ist nicht gut. Leute, was geht ab? Jinx, Jinx ist ein bisschen. Ich bin gleich da, aber ich glaube, das hier ist over and out. Das ist sorry, aber Leute. Why so bad, frage ich mich da. Da muss ich verkaufen. Ich meine, es ist kein Baron da. Nicht mal Nivea war da. Das war, die waren zu dritt. Gegen 4. 3 Gegner gegen 4. Das ist halt 5 gegen Willi. Nur in anders. Gutes Wort. Ja, was soll ich machen? Ja, no tanks, no win. Naja, Sugar ist schon tanky, ne? Ja, wir haben aber bald wieder Flash. Also irgendwann bald. Baldrian. Bis Baldrian. Das war nicht so gut, du. Das ist gar nicht no party, ja. Ist leider die Wahrheit. Das Problem ist ja, wie gesagt, der Counter-Throw. Wenn du gewinnst, was wir ja gerade gemacht haben, dann verlieren wir ja nicht mehr. Und die Gegner verlieren. Und wenn die Gegner am Verlieren sind, die Regel ist ja, wer verliert, der gewinnt. Wenn du aber gewinnst, also wie wir, dann verlieren wir. Wir haben halt erst verloren, dann gewonnen und jetzt verlieren wir wieder. Weil wir halt am Gewinnen waren. Aber jetzt verlieren wir wieder und jetzt gewinnen wir. Seht ihr das? Jetzt wird wieder gewonnen. Jetzt wird wieder gewonnen. Grab, 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 grab. Jetzt gewinnen wir wieder, weil wir am Verlieren sind. Tötet ihn, bitte. Tötet ihn, bitte. Tötet ihn. Tötet ihn. Kann er sich heilen oder so? Leute, er ist Kate. Jinx, Kate. Die Frage ist, jetzt wo die verlieren, müssten die halt wieder gewinnen. Die Frage ist halt auch dann, irgendwann gewinnt halt einer, obwohl er am Gewinnen ist. Wer zuletzt gewinnt, der gewinnt am besten. Das ist nämlich der Punkt. So, sorry. Wollte ich gar nicht. Also, naja, eigentlich nicht. Mein Gehirn war aus. Oh, Drake, Leute. Dragon, Yum, Leo. Ach, der ist noch gar nicht da. So, Sterax, was kaufen? Mich fokust ja keiner. Also mehr der. Wie, gibt es ein Sheen-Item, was cool ist? Nicht mehr so richtig, ne? Also ohne, dass es halt, ich sag mal so, wie man sagt, dass es so Ding ist. Hier, dass es kaufbar ist. Hier, die beiden. Ashen's Reaver ist kacke. Und Dish ist kacke. Was soll ich denn da machen? Leute, Drache? Oh, ich hab Flash. Ich hab Flash, ich sehe mich. I see me. I see you, I see me. Wir machen hier ein Ward. Und ich könnte direkt Flash kompilieren, wenn da einer kommt. Ihr müsst aber grooven. Goop, goop. Leute, da ist ein Ward. Ich könnte sie grabben. Smite ich den. Smite 800. Leute, ich könnte grabben. Und. Feuer! Slip, slip. Kate gefischt. Date. Komm mit Date. Und das ist die Power vom Skana. This is Skana. This is Sparta. This is Smite. Slibbidi, babbidi, bibbidi, bubbidi, babbidi, snabbidi, dab. Und. Smite! Und weiter geht's. Ihr verliert. Zap. Zabadak. Crazy. Deswegen ist Skana Strong. Weil du machst Flash Grab, sahniger Kill. Das ist so, als wenn du quasi Freikarte auf Date. Ihr nehmt den, wo ihr richtig heiß findet. Kerl, Girl, ist egal. Und der muss, ohne dass es jetzt in Richtung Gewalt geht, mit euch auf ein Date gehen. Es gibt dazu eine Serie. Du wirst mich lieben. Das ist Skanas Ultimate. Du wirst mich lieben. Der andere kann gar nicht Nein sagen. Also, auch okay, doch, es gibt den USS Protector. Der gibt es überall im Shop erhältlich.
Aber sonst, you cannot sow no. So, also Item. Was kaufen wir jetzt, Leute? Es gibt kein cooles Schienen-Item mehr. Wär's mit Witz and wäre vielleicht cool. Oder sowas. Aber Magieresistenz brauchen wir eigentlich nicht. Anivia ist halt ein Pappvogel. Was kaufen? Problem ist, sie wird jetzt QSS kaufen, weil wenn sie jetzt keine QSS kauft, hat sie immer noch nicht. Die wird wahrscheinlich, wenn sie dumm ist, baut sie jetzt erst ihr Affinity-Fetch da fertig. Witz and oder mehr CDR oder Deadmans oder Titanic. Oh, ich weiß nicht. Ein Black Cleaver? Wie wäre es mit einem Black... Oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wie wäre es mit diesem Dingteiler? Das hier. Slowen alle meine Abilities dann ihn um 30% permanento? Immer wenn ich Q drücke, ist er geslowt, oder nicht? Aber nur eine Sekunde. Dann hat er halt AD. Ja, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Der Permaslow. Der schöne Permaslow. Der schöne Permaslow. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir halt nicht dumm sind und groupen. Ich komme, Bro. Ich komme, ich komme. Don't die tonight. Komm. I'm coming. Ich bin dabei. Hier unten um die Ecke geluscht und Feuer. Ah, okay. Aber ich hab's meint. Ich bin Skarner. Du bist kein Skarner. Ultimate. Und jetzt mach deine Kombo. Hat er nicht gemacht. Und was ist das gewesen? Ich hab halt sowas von keine Ahnung, was der macht. Aber ich bin Skarner. Du bist nicht Skarner. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Wieso ist er schneller als ich? Wo ist er hin? Hat er mich gedrukt? Nee, da ist er. Go, go, go. Ok, go, go, go. Bra! Und go. Und ok. Und ok. Das ist nur ein Blitzcrank. Das ist perfekt. Ja, und ihren Damage gerade. Alles auf Blitzcrank. Und go. Und, nee, wir gehen da für den Boy. Wo ist der Boy? Links, hier ist der Boy. Da ist der Boy. Oh, Caitlyn, Caitlyn. Was macht die da? Ich Skarner, du Free Kill. Leute, ich zeige euch jetzt Tank Design in einer Nutzschale. Und go. Feuer, Tank Design. Das hier ist Tank Design. Ich habe leider keine Closer. Movement Closer. Smite. Ah, ich muss halt gucken, ob ich rankomme. Das ist aber meine Zone. Das ist mein Wald. Das ist der... Ich bin dünn. Nein, ich bin dünn. Skarner! Schneller! Wo ist sie? Sie ist unsichtbar. Sie ist, hilft mir, Darsteller. Sie hat mich... Die ist irgendwo hier bei uns, glaube ich, noch. Shit. Na gut. Na okay, was ist der Plan? Wir haben zum Flash wieder ready, Leute. Wen? Sie hat Q... Ist das QSS? Passia d'Argent. Sogar er hat QSS, Leute. Ja, aber wisst ihr, was euer Problem ist? Dass der Gazix kein QSS hat. Wir müssen halt sein Schild bekommen und dann nehme ich mir den Dude. Oh shit, aber sie hat es mir von auch geklaut, also. Das Problem ist, ja, wir gewinnen jetzt und deswegen werden wir verlieren. Das ist traurig, aber die Wahrheit. So ist das System. Das ist die Regel. Also wir müssen Kha'Zix sein Schild wegkriegen. Oder wir müssen irgendwie Kates QSS baiten. Oh Leute, ich bin unsichtbar. Die haben alle eine QSS. Bis auf Kha'Zix und eine... Ich könnte auch Anivia gehen. Dö. Vielleicht können wir ja ihr QSS baiten irgendwie. Wieso habe ich schon wieder dieses Zeichen? Was ist das? Ist das irgendeine Rune? Jetzt ist es weg. Okay, go. Wir brauchen den Kha'Zix, Leute. Champ Tank ist an. Ich klebe an der Mauer. Die große Mauer, the big wall. Der Big Wolinski. Okay, der Kha'Zix ist schon tot. Aber dann, jetzt haben die bestimmt QSS irgendwer benutzt, oder? Hier, was ist mit dem Boy? Wir stunnen ihn erstmal. Oder nicht, Leute? Er ist ja, dann bleibt Blitzcrank. Mir egal. Ja, Leute, töten wir den hier, oder was? Und grab. Er hat keine... Oder? Doch, aber zu spät. Ja, easy. Easy. Ohne Witz, ich habe noch nie so ein leichtes Spiel gehabt. Sag mal es dann nicht auch. Mit, bei ihr. Oder bei ihm hast du leichtes Spiel. Ja, miau. Easy. Easy. Tank Design. Tank Design. Oh, Tank Design. Wie hoch ist dein Schaden? Du bist Full Tank und One-Shot des ADCs. Du baust HP und machst mehr Damage als alle anderen. Oh, Tank Design, oh, Tank Design. Ich honor leider niemanden von meinem Team. Schön, plus 22.